Moin Leute, heute dreht sich alles um die Serie The Witcher. Was wir jetzt schon über die zweite Staffel wissen und was wir eigentlich überhaupt alles wissen müssen. Und natürlich, wie der neue Plot sein wird, natürlich der Cast und ihr merkt schon, es ist wieder ein Thema für die Nerdschule. Viel Spaß nach dem Intro. Bevor überhaupt die erste Staffel auf Netflix anlief, bekamen wir die Nachricht, dass es eine zweite Staffel geben wird. Hier sind aber nun einige Fakten dazu. In der Regel erscheinen Staffeln auf Netflix im jährlichen Turnus, aber weil die Produktionskosten auf The Witcher sehr hoch sind, man sich nach Henry Cavills Drehplan richten, die Locations auskundschaften und Special Effects umsetzen muss, da wird es sehr unwahrscheinlich. Aber Verity berichtete kürzlich, dass die Dreharbeiten 2020 beginnen könnten und dass somit eine Veröffentlichung 2021 denkbar wäre. In Bezug auf die Besetzung bestätigte die Showrunnerin Lauren S. Hissrich, dass Henry Cavill, Anya Charlotta und Freya Allen wieder in ihre Rollen schlüpfen werden. Staffel 1 endete mit der Frage von Ciri, wer Jennifer sei, und Staffel 2 konzentriert sich darauf, dass sich die Charaktere endlich vollständig kreuzen werden und alle gleichzeitig auf dem Bildschirm zu sehen sind. Dies wurde von Hissrich in einem Interview mit GamesRadar angedeutet. Sie erklärte, das Tolle an Staffel 2 ist, wie ich Ihnen sagen kann, dass die Geschichte in dem, was wir geschrieben haben, viel fokussierter wird. Die Story hat eine stärkere Dynamik, da alle Beziehungen, die wir in der ersten Staffel aufgebaut haben, erst in der zweiten Staffel Realität werden. Die Handlung soll aus mehreren The Witcher-Büchern und einem Großteil des vorhandenen Quellmaterials stammen. Obwohl die erste Staffel stark auf das Buch The Last Wish basiert, wird die zweite Staffel ein Zusammenschluss vieler Werke sein, sodass es möglich ist, dass wir in der nächsten Staffel Dinge sehen, die in The Wild Hunt zu sehen sind. Vermutlich wird man sich auf Ciris Training durch Geralt konzentrieren und sobald sie ein bestimmtes Level erreicht hat, werden sie sich Jennifer anschließen, um die Nilfgaard-Invasion zu stoppen, die derzeit die Welt von The Witcher verwüstet. In den Büchern ist es aber halt so, brachte Geralt Ciri zu Kaer Morhen hin, um sie vor den Nilfgaard-Streitkräften zu verstecken und sie zum Hexer auszubilden. Während dieser Zeit wurde auch Ciri von Albträumen von Kahir, aka The Man with the Winched Helmet, heimgesucht. Sie trank auch diesen White Seagull, und was sie in den Trance versetzte, in der sie Geralts Tod prophezeite. Um diese Macht besser zu verstehen, riefen die Hexer nach Triss, die dabei half, genau zu entziffern, was vor sich ging. Ob es nun so kommt, ist aber unsicher, da sich die Staffel in einigen wesentlichen Punkten geringfügig von den Büchern unterscheidet. Dafür ist Triss in der ersten Staffel einfach zu unbedeutend und spielt kaum eine Rolle. Man wird halt einen starken Fokus auf die drei Hauptcharaktere legen, eventuell leitet später auch Jennifer das Training, damit eine Verbindung zwischen den dreien stattfindet. Dies wurde irgendwie von History angedeutet, sie sagte, wenn sie Staffel 2 schauen, fangen all diese Dinge an zu spielen. Das heißt, die Charaktere beginnen sich zu treffen. Manchmal verstehen sie sich, manchmal nicht. All diese Dinge, die wir eingerichtet haben, Geralt und Jennifer, Geralt und Ciri, Jennifer und Ciri, all die verschiedenen Königreiche, von denen du in Staffel 1 kaum etwas hörst, tauchen in Staffel 2 an die Oberfläche auf. Es sieht also so aus, als würden sich Jennifer und Ciri in der nächsten Staffel tatsächlich treffen. Es ist also sinnvoll, dies während ihres Trainings vorzubereiten. Insbesondere, wenn Ciri einfach fragt, wer ist Jennifer? Ja, man kann eigentlich viel vermuten und es liegt auch viel in der Luft, aber ein Großteil deutete das Ende der letzten Episode der ersten Staffel an. Ich bin ohne Scheiß gespannt, wie es weitergeht. Es gibt definitiv viel Stoff, um einige Staffeln umzusetzen. Dafür gibt es einfach auch sehr viele Bücher. Als Zuschauer oder Fan ist man sich aber sicher, die Story weicht halt einiges von Roman ab und man schaut gespannt auf die Zukunft. So, das war so ein bisschen mein kleines, kurzes, knackiges Video gewesen, wie es weitergehen könnte, was der Cast ist und so weiter. Wir wissen noch nicht so sehr maßen viel, aber das wissen wir schon mal, dass wir das alles wissen können. So, ich hoffe mal, euch hat das Video gefallen und wenn nicht, dann scheißegal, haut einfach mal schön den Button nach oben. Lasst gerne ein Like hier, lasst gerne ein weiß ich was hier. Und ich würde sagen, Leute, bis dann und ciao und bam.